So, wir sind wieder zurück. Jo, und ich habe eine coole Idee. Oh je. Hast Hey, läuft. du gesehen? Das Ah war cool, ja. hä? Erstmal ein Salto geschlagen. Ja, jetzt geht's erstmal zur nächsten Mission. Mission Impossible und so. Impossible, Bro! Na, dann mal gucken, wie impossible die ist. Ja, für mich wahrscheinlich sehr impossible. Wenn es wieder eine Mission ist, wo man abhauen muss, dann gut nach. Na dann, wir werden sehen. Ja, das ist, Ja! wollte gerade sagen, das ist natürlich sehr, sehr unvorteilhaft, Das was du da war machst. witzig. 10 Arten, sich selbst zu töten. Bei Watch Dogs 2. Du bist am Ziel vorbeigeschossen. Ein bisschen. Schön eingeparkt. Ja. Ich habe auch kein Auto berührt. Nein. Da steht Holy Shit. So wird die Mission auch sein. Heilige Scheiße. Kostet nur euer ganzes Geld. Ist das Ablenkung genug? Ja. Yeah. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja. Oh, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung. Kostet nur euer ganzes Geld. Ja, das stimmt. Jo. Vermut. Oh, ich kann Jump einsetzen. Okay, ich gehe jetzt Ja. rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche Okay. jeden Dreck, den du findest. Aber warte, wie Um war deine das, Follower wenn zu ich da... kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Du musst da einen hacken. Wenn das Jemanden. auffliegt, wird alles, Ja. was der Zeck Oh, je erstmal gesagt auf. hat, als Lüge Ja. abgestempelt. Keine Du Sorge, kannst da wenn es über die Schmutzwäsche Kamera. gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe Und mir Mühe. dann irgendeinen von den Vögeln. Nee, also weißt du, wenn du unten der, wo den Schlüssel über dem Kopf hat. Der da hier halt. Ja, aber musst du halt auch sehen, sonst musst du über eine andere Kamera kommen. Naja, fast. Oh, geringfügig. Oder du musst es mit dem Jumper machen. Bumper oder. Wie schicke ich den rein? Musst du erstmal eine Öffnung finden, weißt du, wo du drüber kommst. Das heißt. Muss mal gucken. Ich glaube, das findest du nur über diesen Modus, ja. Sonst kannst du knicken. Da ist Oder, irgendwas. ja, da kannst du steuern, aber wahrscheinlich kommst du übers Dach dann rein. Irgendwo. Halt. Da, Oder, guck mal da. ja, einmal aktivieren. Und dann mit der. Ja, genau. Die können den aber auch kaputt machen, gell? Ja, schon. Läuft schon gut. Kann ich die abschießen? Muss mal gucken, was der kann. Nee, machen wir mit dem. Ja, genau. Nee, kannst schon Geld abziehen. Tja, das kommt davon, dass du mich gesehen hast. Erstmal abgerippt. Sehen dich gleich, da kannst du wieder rein. Ja, ich bin ja voll der Sneaky Bastard. Naja, halbwegs. Wo muss ich denn jetzt hin? Geh nochmal zurück. Also nochmal in dieses Ding und dann fahr mal links. Stopp! Zurück. Da. Ah, da geht's auch noch ran. Meinst du, das merken die? Nein. Ja, den kannst du schon mal ausschalten. Note 7. Dummerweise hast du jetzt halt die anderen damit aktiviert. Oder alle alarmiert. Aber vielleicht. Ja, ich kann schon Ja, weg. genau. So, jetzt kannst du wieder mit einem anderen Typ da wechseln. Wie? Ja, einfach rausgehen. Ja, aber dann ist doch mein Ding da drin. Ja, das kriegst du ja wieder. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wie du da reinkommst. Ja, da, geht's die Vordertür.
Ja, das werden die aber wahrscheinlich nicht so lustig finden, wenn du... Ah, ich muss da hoch. Das könnte sein. Okay. Ich weiß wie. Na dann. Mit dem Ding. Mit dem komischen. Aber du solltest dich nach Möglichkeit nicht selber... Du kannst dich auch da schon reinsetzen, ne? Okay, das werde ich dann noch machen. Und dann steuern. Ich glaube, wenn du von hinten kommst, also von da oben. Ja, was aber, wenn ich direkt da hochgehe? Ja, ich weiß nicht, ob du da reinkommst. Du hast halt keinen Zugriff, du kannst ja nicht durch Mauern fahren oder so, ne? Weißt du, wie ich mein? Ja, das macht Sinn. Ihr seht schon, ich bin der übelste Sneaky. Ja, ja. Typ und so. So. Ja, aber wenn ich da jetzt. Ey, du hast einen Kollegen umgefahren. Entschuldigung. Was, Ben? Aber da vorne standen ja welche. Ja. Machen die nichts, wenn ich da einfach das Ding aktiviere. Ihr müsst den dann erst kaputt fahren. Nein. Du kannst mal gucken, wo du noch nicht im Sperrbereich bist. Du musst ja nur nach da oben rein. Weißt du? So, jetzt fahr mal das Ding aus und dann gehst du nach da oben. Ja, und wenn ich ganz hoch will? Du kommst aber nicht ganz hoch. Ja, aber hier kann ich ja rein. Ja, dann versuch doch dein Glück. Versuch doch dein Glück. Wo kann ich vielleicht sogar aufs Dach? Nein. Bringt ja nichts. Du musst ja nicht aufs Dach. Hm, okay. Och Mann. Über den Wolken. Oh, falsche Taste. Jo, du bist hier gesperrt. Was? Da war ein Vogel. Ah. Gibt es irgendwo eine Kamera? Ja. Weil nicht, wenn ich jetzt die Tür aufmache. Dass dann. Einer kommt. Da ist schon einer. Und neben dir. Du wirst gerade entdeckt. Von allen. Bleiben Sie online für eine Zielbeschreibung. Das läuft wie geschnitten Brot. Ich kann nicht so sneaky sein. Ich bin kein sneaky Typ. Na, super. Läuft schon. Direkt Verstärkung gerufen. Jetzt, na komm. Jetzt wirst du gleich von denen gefistet. Nee, nee. Der sieht dich. Knall ihn ab! Durch die Tür durchgeschossen. Noch jemand? Der da. Ja, du schießt, glaube ich, gerade gegen die Wand. Muss die andere Ansicht mal machen. Ah. Er hat sich hinter der Mauer versteckt. Da, kannst du ihn fast sehen. Guck mal, der hat Angst. Wirst du wohl rein müssen und alle wegknallen. Wie kann denn der da vorbeirennen und alle platt schießen? Ach. Komm raus! Ja, Meistersniper. Ja, wie die Sau. Ich hab Angst. Ach jetzt? Du musst dich doch nur ducken. Da musst du hin, darüber. Das musst du hacken. Das war ja easy. Nee, wenn er dich von hinten anschießt, dann ist jetzt musst du kalt machen. Wo ist denn der? Weiß nicht, ich sehe das so nicht. Kopfschuss! Links ist auch noch einer. Da! Oh, der schmeißt Granaten! Na, oh! Jetzt geht's ab. Voll auf der Kopf. Noch einer da? Ich glaube nicht. Na doch, links siehst du ja auf der Map. Der hat eine coole Waffe verloren. Ja. Gehackt. Kein Problem. Na. Wenn du jetzt auf der Minimap guckst, da laufen noch so zwei. Naja, hast du geschafft. Muss aber warten, weil sonst geht's vielleicht in die Hose, wenn du zu weit weg bist.
Achso, ich dachte, ich wäre schon fertig. Nee, nee, der lädt ja gerade die Daten. Nein! Knall ihn ab! War das leise? Mhm, bisschen. Ach so. Das sind nur Besucher, die muss man nicht töten. Da kommt aber wieder was. Mal sehen, was sie kann, Hacker. Da! Seh ihn nicht. Ja, der ist tot. Okay. So. Fertig. Ja, ich muss sagen, das war ja einfach. Ja, genau. Außer, dass du wieder den ganzen Bullen am Arsch hast. Ist alles super. Du kannst schon direkt runterspringen. Du brauchst das Ding da. Du musst fliehen. Ich bin schon dabei. Da hast du dir das schnellste Fahrzeug ausgesucht. Aha, Markus wird entdeckt. Mit. Okay. Mopsgeschwindigkeit hast du drauf. Ja, aber das Ding ist geflogen. Hast du gesehen? Ja, ja. Ich fahr das mal ein bisschen ein. Nein, ich fahr es noch weiter raus. Aber da kannst du viel schneller umkippen. Ist egal. Achso. Solange ich nicht dabei sterbe. Na, wer weiß. Kann ich noch, ja? Nein. So, du bist geflohen. Cool. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt. Alter, wie hoch das Ding geht. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit. Die wollen sein Geld haben. Natürlich. Das auch. Aber das hier ist was. Ich kipp mich um. Die verkabeln sich mit diesen Gefängnissen. Kommt noch. Elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Oh, da unten ist, glaube ich, ein Lamborghini gefahren. Kann sein. Siska wartet auf den Oder Auditor. Möchte gerne Lamborghini. Der gelbe. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Ja, okay. Aber sowas von. Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Aber jetzt mein Roboter immer noch im Haus. Ja, den kriegst du ja wieder. Den hast du, glaube ich, schon wieder. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, da ist ein Kran. Echt fieser Durchfall. Ja, ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Was ist das Rot hier? Ja. Ein Sicherheitsbereich. Das heißt, wenn du dorthin gehst, kann es sein, dass du gleich auf die Fresse kriegst. Das sollte es nach Möglichkeit vielleicht nicht gleich direkt tun. Warum nicht? Ja, weil der Verstärkung ruft. Ja, kannst ja machen. Mach doch einfach. Du spielst ja, nicht ich. Ne, du musst hoch. Die Treppe da. Siehst du? Notruf. Wenn es dumm ist, schießen wir auf den Tank, da fliegst du in die Luft. Ein Notfall. Helfen Sie uns, der Typ hat eine Kanone. Beeilung. Ich will da hoch. Und jetzt? Weiß ich, weiter da hoch. Boah, die Sonne blendet gerade. Ja, das passt ja schon. Geld, 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 Geld! Money! Ja, Y. Ja. Ja, 18.000 für einen Typen umlegen? Ja, rein theoretisch hättest du das gar nicht machen brauchen. Dann hättest du gar keinen umgebracht. Hüpf, hüpf! So, ja, easy. Ja, ja, außer dass die Bullen dir jetzt wieder am Arsch hängen. Hä? Haben die drauf gestiegen? Ich war's nicht. Bin unschuldig. So, was musst du denn jetzt machen eigentlich? Weiß nicht, ich muss da hinfahren. Achso. Boah, hast du den Drift gesehen? Ja, super. Der war ja. Ups, Entschuldigung. Pappalapapp, ich hab's genau gesehen, du wolltest hier umbringen. Stoppschild wird überbewertet. Das will ich noch ausprobieren. Dann mach.
Ja, wie geht das? Ja, jetzt Y drücken und dann Gas geben. Super. Yeah! Okay. Hat sich voll gelohnt. Nein, aber das... Aber er hat zum Glück einen Helm aufgehabt. Ab, ab, ab. Mit dem muss ich quatschen, glaube ich. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Wen denn? Die Sekte. Ah. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis sie wiederkommen, wenn sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen. Also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Sofort bezahlen. Aber nein, dieses Ding kostet 3-mal so viel wie mein Haus und meine Rentenvorsorge. Okay, ich ja, auf jeden Fall waren seine letzten Filme alle scheiße. Ja, das haben wir auch gesehen. Ja, und die neuen sind auch scheiße. Kann ich die einsammeln? Nein. Du hast die Koffer kaputt gemacht. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Nein. Manche, die dahin gehen, schade, ich glaube immer nicht. Weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für DiCaprio. Uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Ich mach das selber. Genau. Dann wissen wir, dass es richtig gemacht wird. Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört? Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Was ist das da hier? Was? Kann ich Autos kaufen? Ja. Kannst du machen, musst du aber nicht. Du findest sie ja alle auf der Straße. Da kosten sie kein Geld. Ich will nur gucken, was er im Angebot hat. Nein. Nix. Du kannst die Karre auch klauen. Hey! Ihr habt einen Schlüssel vergessen abzuziehen. Ja, super. Bei ihm auch. Ja, und dann nagelt er sich das selber noch weg. Habt ihr nicht doch irgendwie was Exklusives für mich? warte. Geht das gar nicht durch die Scheibe? Ich weiß es nicht, ich habe keine Energie mehr. Oh. Hä? Dann fahr ich halt mit meinen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch besonders gefallen hat, dann bitte einfach unten links abonnieren. Und unten rechts auch ein weiteres Video von uns anschauen. Bis zum nächsten Mal.